Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports 24 mit meiner Werder Bremen Karriere. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch wieder zwei Spiele heute. Und zwar spielen wir heute gegen Besiktas in der Champions League Spiel 2. Und wir spielen dann im Anschluss noch gegen Borussia Dortmund auswärts. Beide Spiele sind heute auswärts gegen Besiktas und gegen Borussia Dortmund. Ja, genau. Dann, Leute, wollte ich noch sagen, checkt meine Kanal ab, Gaming Michael YouTube oder Gaming Michael BO. Dort findet ihr mich, wenn ihr mich, ja, sucht. Und, ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, lasst viel Liebe da, teilt mir die Videos, supportet mich und lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr das wünscht. Und, ja, kommentiert fleißig, Leute, stellt mir Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Spiel oder, Anregungen oder, irgendwelche Fragen einfach, ja, oder sagt, erzählt mir einfach, wie ihr das Spiel spielt und was ihr spielt, und würde mich einfach interessieren, Leute, ja. So, dann schauen wir mal. Moukoko ist leider nicht fit für die Champions League. Vielleicht lasse ich ihn auch noch eine erste Halbzeit spielen und wechsle ihn dann aus, auch genauso wie Adam Güler oder auch Odoji. Nenne ich ihn jetzt mal. Gusto ist gesperrt für das Spiel. Ja, hier ist die Tabelle, genau, das zweite Gruppenspiel. Die haben das erste Spiel 1:1 gegen die Roma gespielt. Wer schickt das? Und ja, hoffentlich werden wir uns hier diesen zweiten Sieg einfahren. Dann gehen wir mal rein, Leute. Vorbericht. Ribic, Moreira. Aha. Onana. Okay. Ja, oh, die haben Milos Vekovic, haben die. Rashica haben die auch. Oh. Zwei ehemalige Bremer. Okay. Gut, gehen wir in die Pressekonferenz rein. Okay, thanks for waiting. We can make a start now. Geht es für Sie mit dem nächsten Sieg weiter? Müssen konzentriert bleiben, definitiv. So. Erwägen Sie, Bankspielern Spielzeit zu gönnen. Alle Spieler geben ihr Bestes. Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt. Kann es so weitergehen? Wir müssen uns konzentrieren. So, dann gehen wir mal auf Anschluss. Leute, wenn ihr im Hintergrund Rauschen hören solltet, das ist mein Ventilator. Nehmt mir nicht übel, es ist sau warm und deswegen habe ich einen Ventilator an. So, Teammanagement. Moukoko wollten wir drin lassen. Adam Güler, Odoji. Ja, ich glaube, den können wir erstmal rausholen und dann lassen wir Ryan Sessegnon auch spielen. Und nehmen dann noch Cavallo mit. So. Augusto muss natürlich auch raus. Müssen wir Agu spielen lassen, weil auch Luis nicht so der fitteste ist. Ja. Genau. Jo. Ansonsten ist soweit alles okay. Wir nehmen vielleicht mal Stage mit statt Linen. Ja, so lassen wir es erstmal. Jo, Leute, dann gehen wir rein. Wir spielen im Waldstadion. Ja. Weltklasse, 3 Minuten bewölkt und los geht's. Wir freuen uns auf ein Spiel, das es in sich hat, auf ein Duell, über das im Vorfeld viel diskutiert wird. Gleich geht's endlich los, bleiben Sie dran. Hallo, liebe Zuschauer. So, Anschluss der SV Werder. Und los geht's zum zweiten Gruppenspiel. Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Besiktas Istanbul gegen Werder Bremen. Nach dem Sieg? Jetzt ist der Platz da.
Jo, das frühe Tor 1:0 in der dritten Spielminute. Der Mann mit der Nummer 10, Arda Güler. Arda Güler. Ja, mit dieser Anschlussback, ne, dass man so durchlatschen kann. Aber es ist halt nun mal so. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Ja. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Zweites Tor in der zweiten Partie. Er hat schon im ersten Spiel getroffen, okay. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Jetzt ist er durch. Oh. Ja. Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt noch 2:0 in der siebten Spielminute. Der Mann mit der Nummer 9, Moukoko. Eieieiei, sag ich nur. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Könnte hier ein Debakel werden. Oh. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Immer noch sage ich nichts, aber ist schon 2:0 nach 7 Minuten oder 8 Minuten fast. Ist schon sehr deutlich. Große, ne? Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Oh. Wird's jetzt gefährlich? Sie sind da, Ball wird geblockt. Ja, da ist Platz jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ach komm, ach ja, sicher. Vertretbar, denke ich. Sicherlich. Ja, okay, es ist schon in die Beine gegangen. Oh ja, da sehen wir es. Er ist nicht zufrieden mit dieser Entscheidung. Diese gelbe Karte passt ihm mal gar nicht. Jetzt die Chance. Freistoß. Oh ja, war ja nichts. Gut, aber kein Tor, klasse gehalten. Sie verlieren den Ball. Okay. Eric Bertrand bei ihm. Ballerobo. Ich habe nach rechts geflankt. Wollte ich passen. Aber es gibt Vorteil. Ich wollte nach rechts passen. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber. Das wäre typisch. Ja. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Das ist der Anschlusstreffer. Ist wow. Das ist ein schönes Tor. Muss man ganz ehrlich lassen. Nicht schlecht. Richtig, das. Er ist natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor, eine super Aktion. Besser geht's nicht. Wow. Schönes Ding. Ich meine, Thomas, da war nicht mehr, naja. Er hätte halten können. Okay. Jetzt steht's hier 2:1, eine enge Kiste. Ja klar, also das ist mal mega lächerlich, ja, dass er hier meinen Spieler einholt. Und da geht der Spieler dazwischen. Ein Abwehrspieler. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jo, das 1:3. Neue Führung, damit 2 Tore, es läuft. In der 34. Spielminute hätte man mit der Nummer 11 Openda. Kommt die Wiederholung noch mal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sich selbst zuzuschreiben. Ja, schönes Ding. Links am Tor im Winkel gelandet. Sehr schön. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Ja, kann man mal machen.
jetzt natürlich Freistoß geben. Okay. Schiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Er verlucht's. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Er entscheidet auf Freistoß. Oh, das habe ich nicht, ey. Ausgetrickst. Gute Chance. Oh. Hätte ich mal ein bisschen fester abgezogen. Die Szene erstmal zu Ende. Halbzeit 1:3 für den SV Werder. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er hat. Naja. So, Leute. Es wird Zeit für Moukoko, Platz zu räumen, und da kommt Tell rein, genauso wie für Adam Güler kommt dann Tomasch rein, und den Rest schauen wir mal, Leute. So, Anstoß, Beşiktaş. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen, sind da erstmal nicht vom Ball zu trennen. Ja, geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den BVB. Ich glaube, wir dürfen uns hier auf ein wirklich interessantes Spiel freuen. War fast abzusehen, auch dieser Pass sollte eigentlich nicht. Ja, klar! Das könnte es sein. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Also, was soll denn das? Gutes frühes Stören. Der Ball jetzt bei Karim Adeyemi. Und jetzt die Chance. Oh. What? Was war das denn? Das war doch ein Foul vom Torwart. Sie holen sich den Ballbesitz. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sie bringen den Ball in die Mitte. Das ist Karim Adeyemi. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Es gibt hier Einwurf. Agukisch gelb. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Mal die nächsten Auswechslung machen. Ja, dann würde ich sagen Adeyemi raus. Und Garnacho rein. Ja, Stage für Lavia. Ja, lass das mal gucken. Ich glaub, ein können wir, glaube ich, noch. Geht nach innen. Macht er genau im richtigen Moment. Leute, was war das denn? Sie müssen aufpassen. Oh, wenn das kein Foul war. Der hat mich einfach weggedrängt. Mein Gott, ne. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss ich krieg natürlich Gelb. Da kommt der Pfiff. Freistoß.
Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Flanke kommt in die Mitte. Da passt er auf, Ball geklärt. Oh. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Jetzt Eckball. Gefahr bereinigt. Jetzt die Flanke. Ball bei Alejandro. Ah. Sie können den Ballbesitz hier nicht verteidigen. Sechs Minuten haben wir hier noch. Steilpass kommt gut. Steilpass kommt an. What? Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Kein Problem, ganz sicher. What? Hallo? Und weiterspielen hat auf Vorteil entschieden. Ah, da wäre jetzt Platz. Yeah. Das ist das Tor zum Sieg. Das 1:4 in der 90. Spielminute, der Mann mit der Nummer 32, Madistel. Wir schauen auf die Wiederholung. Lässt sich dann nicht beirren, bleibt am Ball. Und dann ist es auch ein starker Abschluss. Und wir haben einen neuen Spielstand 4:1. Jo, das war's in der zweiten, in der Gruppenphase, zweites Spiel. Besser geht's nicht. Makellose Bilanz. Zwei Spiele, zwei Siege. Jetzt ist klar, es spricht einiges für sie bei den nächsten Wochen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Jo. Ja, machen wir weiter. Dortmund gewinnt 1:0. AC Mailand 2:1. Ah, okay. So. Da haben wir erstmal Post. Abschlussbericht. Sperre abgelaufen. Gut. Darf er beim nächsten Spiel wieder mitspielen? Achso, ja. Ah, okay, was haben wir hier? Oha. What the hell is going on? Stürmer 81, 20 Jahre alt. Ja, das müsste doch Robert Lewandowski sein, oder? Der Regent von Robert Lewandowski. Oh, na, okay. Aber er hat natürlich keine Eigenschaften. Wow. Auch nicht schlecht. Vertrag läuft aus. Aha. Weiß ich nicht. LV. Auch nicht schlecht. Nikola Zalewski. Aha. So. Luca Netz. Giovanni Reina. Der Gitaffe. Paul Wanner. Ja. Okay. Phil Krüger. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben wir eine Ausdauer. 70 nur. Okay. So, weiter. Wieder Nationalmannschaft. Oh, da sind einige dann weg. Oh, ja, ja.
Nationalteam abgestellt. Jo. Paul Wanner 75. Aufregender Mann für die Zukunft. Linker ZUM. Die Auswahl kriegt mega schlecht, ne? William Paco, ich weiß nicht, warum ich den. Da stand bestimmt vorher irgendwie bestimmt Vertrag läuft aus oder sowas. Deswegen habe ich den bestimmt reingenommen. So, dann gehen wir mal gucken. Das Scouts. Ja. Ja. Den scouten wir trotzdem mal. 18 Jahre alt. Den scouten wir auch einmal. Sieht irgendwie stark aus. Das gewisse Etwas. Okay. Das scouten wir auch mal. Jo. So, sind heute alle konnotiert, dass ich jetzt verbessert? Ich weiß nicht, nee. Uduji auch nicht, Kamavinga, Lavia, Adeyemi, Mokoko wahrscheinlich. Und vielleicht Arda Güler, ich weiß nicht. Mokoko, ja, der hat sich auf 91 verbessert. Dann wir das hier. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, Arda Güler war schon auf 90. Ich bin mir da nicht sicher, Leute. 13. Ja, so, wir sind soweit. Dann gehen wir rein. Spieltag. Vorbericht und Griezmann haben die im Sturm. 4,5 Sterne Dortmunder. Aha, Sabitzer, Jeremy, Anning spielt. Oh, Anning spielt bei denen. In der Stadtmannschaft. Kobel. Oha, Dunwill auf der Bank. Brandt auf der Bank. Schlotterbeck ist verletzt. Oha, okay. Gut, Leute. Nehmen auf Anstoß. Wir spielen. Nö. Da stimmt mir das nicht. Wir spielen nicht in den Heimtrikots. Das geht so nicht. Wir spielen in den Auswärtstrikots. Die Dortmunder spielen natürlich in Heimtrikots, genau. So, jetzt aber. Jetzt spielen wir im Signal Iduna Park auf Weltklasse. 3 Minuten und es regnet. Beide sind unheimlich ambitioniert. Für beide geht es heute an der Tabellenspitze um viel. Ja, okay. Tabellenspitze Spiel. Wer setzt sich durch? In wenigen Minuten kann es losgehen. Herzlich willkommen hier. So, Anstoß Borussia Dortmund. Liebe Fußballfans, ich begrüße Sie zu diesem Spiel heute Abend. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf.
das verspricht eine Menge Spannung. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, was ist das denn, ey? Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Guendouzi. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Und so tritt der BVB heute also an. Marcel Sabitzer steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und der einzige Stürmer, das wird Antoine Griezmann sein. Riesenchance. Boah. Schuss geht knapp daneben. Scheibenkleister. Ich wollte schon was anderes sagen. Ah, schöne Chance für Openda. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner ihr System aufzwingen. Ah. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion, denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Und das sind besondere Spiele. Oh, jetzt haben sie die Chance. Dortmund lässt eine klasse Chance liegen. Wenn sich das am Ende nicht rächt, es bleibt beim 0-0. Eduardo Camavinga. Er bekommt Hilfe. Ja, gute Hereingabe. Da klären sie erstmal. Wieder das Foul. Hat er schon gelb in dieser Partie? Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Dumm, dass er hier so in den Zweikampf geht. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war eine gelbe Karte, ganz klar. Guter Zweikampf, gibt Einwurf. Moukoko. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Antoine Griezmann. Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Wieder so eine undisziplinierte Aktion, gibt gelb. Und wenn sie so weitermachen, dann muss hier noch jemand runter. Verstehe ich nicht, Wolf. Sind das die Nerven? Sie müssen sich eigentlich mehr zurückhalten. Arda Güler. Und klasse durchgesetzt. Oh. Das ist jetzt seine Chance. Nee. Aber wir schauen weiter genau hin. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Ja klar, läuft doch noch Leute alleine durch. Er passt gut auf und hat den Ball. Moukoko. Zubeldia. Jetzt Sabitzer. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Marcel Sabitzer. Mann. 0-0 zur Halbzeit. Weiter geht's, Leute. Anschluss der Trainer. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Und dann müssen sie doch den Ballbesitz abgeben. Da haben sie die Lücke nicht gefunden.
Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Eintracht. Was ist das denn für eine Parade, du Vollidiot? Hättest du auch noch nee halten können. Meine Güte. Ecke kommt ins Zentrum. Er spielt den Ball raus. Da ist der Block, aber da müssen sie weiterhin aufpassen. Ganz stark abgeblockt. Wieder einmal. Er ist heute hellwach. Jeremy Pino. Vielleicht die Führung jetzt. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Wechsel bei Dortmund. Ecke kommt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, Ballverlust. Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Es geht gegen den VfL Wolfsburg im nächsten Spiel in der Bundesliga und da müssen sie... Mein Gott, ey. Da ist die Flanke. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Schöner Pasta. Oh Mann! Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Dortmund wechselt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Karim Adeyemi. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Gut zu sehen, wie sie Druck machen. Die Dortmunder Fans fiebern mit. Sie wollen hier noch den späten Erfolg einfahren. Das ist Freistoß für Dortmund. Ja, sieht nicht gut aus, Leute. Das sorgt hier schon für Erstaunen. Ich glaube, die kann man durchaus geben. Ist gelbwürdig. Sieht eher nach dem Unentschieden aus. Schauen wir mal. Es gibt eine Auswechslung. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ja! Yeah. Tor in der 82. Spielminute. Der Mann mit der Nummer, weiß ich nicht. Nummer 9, Moukoko. Ja. Schauen wir mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Doch noch die späte Führung hier. Riesenfreude natürlich beim Trainer. Ein wichtiges Tor. Sie liegen vorne. Und das auch noch mit 10 Mann. Aufziehen. Jetzt haben sie erstmal alles im Griff. Ja, ja. Guduji raus und Ryan Sessegnon. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Vielversprechender Steilpass. Steilpass kommt an, machen sie gut. Das 0-2 in der 86. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 9. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Moukoko. Steilpass. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten.
Spielstand 2-0. Doch spät die Tore gefallen. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Jetzt der Versuch. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Die Nachspielzeit 2 Minuten. So, das war's. 2-0 in Dortmund gewonnen. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. So muss das sein. Klasse Leistung ab. Ein schöner Ligasieg auch in dieser Höhe verdient. Das war beeindruckend. Ja, verdient war es doch schon alle Male. Das stimmt schon. Das war heute eine starke Leistung von Youssoufa Moukoko. Bushi, wie ist deine Einschätzung? Heute hat er mit dem Doppelpack wieder einmal seine gute Form bestätigt. Natürlich großen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Ja, ja, genau. So. Ja, genau. Haben wir doch mal die erste Niederlage verpasst nach 7 Spieltagen. Ja. Und danach folgt Union auf den 3. Platz. Das sieht schon sehr kurios aus der Welt. Ah, Bayern auf Platz 6 mit 3 Siegen, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Ich glaube, die Niederlage war, glaube ich, gegen mich gewesen. Leverkusen auf Platz 14. Was ist denn da los? 4 Niederlagen, 2 Unentschieden, 1 Sieg. Die Leverkusener. Hamburg wieder auf dem Abstiegsplatz, wie Bochum. Aha. Okay. Ja. Ist ja noch frisch am Anfang der Saison. Ja. So. Gesperrt. Ja, Labia ist gesperrt. Ich weiß. Im nächsten Spielgaspiel. Ah, okay. So. Oh. 18 Jahre alt. Läuft in 8 Monaten der Vertrag aus. Okay. Das müssen wir mal beobachten. Torwart 78er. Okay. Noch ein Torwart. Ah. Den neuen Verein. Mhm. Okay. Ja, aber den können wir nicht gebrauchen. Damian und Cesco. Okay.
Bomben. So, jetzt haben wir mit. Ach so, ja. Da haben wir Positionwechsel gemacht. 5 Wochen. Ja. Stimmt ja. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann kommentiert fleißig, lasst einen Daumen hoch da, das Video mit der Teil, Videos supportet mich und lasst gerne ein kostenloses Abo da, das wäre mega, mega cool. Und ja, somit verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.